Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda Skyward Sword. Wir haben unser letztes Liedchen. Nein, Moment, falsch. Es waren fünf. Da fehlt noch eins. Wir haben unser vorletztes Liedchen. Und könnten jetzt zum Vulkan Eldin. Aber mir spukt das, ja, das tolle Musizieren auf der Kürbisinsel irgendwie noch im Geiste rum. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal versuchen sollte. Das muss doch schaffbar sein, meine Güte. Sonst komme ich in der Questreihe ja nie weiter. Hui, hui. Am besten die Vögel verwirren. Und links. Und rechts. Und ach, das bringt überhaupt nichts. Oh. Und da sind noch mehr davon. Nee, keine Ahnung, was das sein soll. Wie sieht das aus? Irgendwie insektenmäßig? So mit Klauen und... so Mundklauen und Greifhaken vorne? Naja. Egal. So, sind wir nah an der Kürbisinsel? Nee, wir sind, glaube ich, weit... so weit weg, wie es irgendwie geht, oder? Jein. Was war eigentlich das denn? Ach, Terrisinsel. Oh, schön. Die ist ja noch relativ groß im Vergleich. Die Roulette-Insel... Und gibt es noch irgendwelche Inseln, die hier erwähnenswert wären? Oh, sieht nicht so aus. Gut, aber wir müssen trotzdem einmal komplett durch. Wie gesagt, das muss doch zu schaffen sein. Und wenn ich das 30.000 Mal offscreen versuchen muss. Naja. 30.000 Mal, ich denke, da werde ich irgendwo beim 29.000. irgendwo abbrechen. Und kurz danach. Da hinten sind eh nur komische Viecher. Warum schweben hier Felsblocken, Brocken? Das sind nicht die Klippenland-Chroniken hier. Ha, wer hat das jetzt verstanden? Na, wer hat das jetzt verstanden? Naja, und da hinten... Die Insel scheint schon in Greif... ja, in Reichweite, aber... Das dauert noch. Außerdem müssen wir noch hier durch diesen Lichtstrahl durch. Apropos, ich dachte eigentlich, dass ich so nach jedem neuen verbesserten Schwert-Upgrade den komischen großen, wie hatte ich ihn genannt, den Dino, ihr wisst schon, im Wald wieder begegne. Aber irgendwie nicht. Barney, genau, Barney. Tja, das wird dann wohl doch noch ein bisschen dauern. Zumindest muss ich noch im Vulkan gewesen sein. So, sind da. Sind da. Okay. Ab hinein. Und jetzt versuchen wir das nochmal. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht ein Stückchen weiter wegsetzen muss. So, jetzt sitze ich etwas über einen Meter weit weg. Na, erstmal schlafen gehen. Weil ich hatte immer das Problem, dass die... bis nachts, dass die wie, wenn ich zu weit nach rechts gezeigt habe, nach links umgesprungen ist und andersrum. Und dann kann es natürlich nichts werden. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich will musizieren. Los geht's. Ja, das haben wir schon so oft gehört. Na gut. So, du darfst singen. Irgendwie ist es leiser heute. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Das ist zumindest etwas besser als sonst. Okay, und gleich geht's wieder los. Und nach rechts, ja, und links. Rechts, links. Okay, ja.
hin und her und oh, mir wird schwindelig. Mir wird schlecht. Okay, das Ende war jetzt nicht so schön, aber der Rest war eigentlich ganz gut. Na, verdammt! Was zur Hölle? Was soll ich denn machen? Ich glaube, ich muss mir das nochmal erklären lassen. Kann doch nicht sein. So. Erklärung. Nun gut, bla bla bla. Ich lese mir mal selbst durch. Wir werden Gäste im Takt mitreißen. Ach so, die Richtung ist hierbei nicht wirklich wichtig. Ausschlaggebend ist nur, dass du nicht zu schnell oder gar zu langsam spielst. Ach so. Okay, ich habe es genau anders gemacht. Die Richtung war für mich wichtig und die Geschwindigkeit irgendwie überhaupt nicht. Okay. Alles klar. Versuchen wir es jetzt mal in dem Wissen, dass es anders sein soll. Die Richtung ist nicht wichtig, nur die Geschwindigkeit. Na gut. Wie komme ich damit trotzdem nicht richtig klar? Sie werden mir ja gleich sagen, dass ich wieder falsch gespielt habe. Das ist doch relativ schnell, oder? Und? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Bitte, bitte, bitte erklär mir doch einer, was ich hier machen soll. Nein, ich versuch's nicht nochmal. Mir ist das zu doof. Scheiß Minispiel. Wie soll ich... Achso, es ist ja Nacht. Ich muss ja nochmal schlafen. Wie soll ich bei denen... bisschen rumgehampel die Geschwindigkeit rauskriegen, in der gespielt werden soll. Ich bin verwirrt. Das Spiel ist dämlich. Also das Musikspielen. Okay, gut, schlafen wir eine Runde. Bis morgens. Das wird wahrscheinlich die längste Quest überhaupt sein. Naja. Egal. Gehen wir ab zum Vulkan. Eldin. Und schauen da mal. Ja, ja, ja. Du stehst da und willst wahrscheinlich sagen, du kannst überhaupt nicht spielen. Bla 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 bla. Wie soll man an dem bisschen rumgehampelt die Geschwindigkeit erkennen? Ich weiß es nicht. Ich mach das wirklich irgendwann offscreen. Fertig. So. Auf zum Vulkan. Auf zur dritten und wahrscheinlich letzten Prüfung der Göttin. Für das Schwert. Na los. Vogel. Epona hatte, glaube ich, noch mehr Möglichkeiten zu beschleunigen. Na.
Trotzdem, Fliegen ist schöner als Reiten. Yay, yay. Gut, wir brauchen jetzt irgendwie die Möglichkeit, dass wir in heißen Gebieten uns bewegen können. Ein Feuerwehranzug. Nein, ein Tauchanzug. Ja, vielleicht. Wer weiß. Irgendwas in der Art. Okay, so, wir haben gar nicht so viele Speicherpunkte. Gucken wir mal Tempel am Vulkan. Da war ich so oft. Vielleicht ist es ja hier in der Nähe gleich. Zack. Okay. Wir sind der Vulkan-Aidien. Suchen mit der Aura-Suche nach dem Eingang zur Prüfung, die du bestehen musst, um die heilige Flamme zu erhalten. Ja, aber zuerst. Hier gab es ja irgendwo die Möglichkeit. Irgendwo kam man hier mit den Greifklauen hoch, glaube ich. Ne, da nicht. Vielleicht von hier aus. Nein. Ah, da. Sehr schön. Nein, loslassen. Okay, ich würde schon immer gucken, was denn hier so glitzert. Kann damit nichts machen. Toll. Ach, keine Ahnung. Hier ist noch was zum Graben. Graben wir erstmal ein bisschen. Yay. 6. 11. Ja, 11. So, Aurasuche. Aurasuche. Hä? Vielleicht da unten? Ah ja. Ganz weit nach unten. Hey. Hey Jungs, was guckt ihr denn da so? Ha, da guckt ihr komisch, oder? Schaut ihr dumm aus der Wäsche. Hey, mein Schwert müsste eigentlich auch stärker geworden sein, oder? Ich weiß es nicht. Ach, wenn man hier von oben kommt, dann haben die echt keinen guten Stand. Yay. Hey, aber lebt dadurch, dass er noch eine Weile rollt, ganz schön lang. Gut. So, wo ist jetzt... Ne, da rechts nicht. Anscheinend wirklich ganz am Anfang. Nee, hier werde ich nicht runterspringen. Ah! Blöd! Blödes Vieh. So. Okay, wie bin ich hier überhaupt hergekommen? Kann ich hier runter? Nee, hier kann ich nicht runter. Aber hier... Nein, das war dämlich. Das war dämlich. Hm, da ist eine Brücke. Ah, hier. Okay. Zack. Gut. Hey, Bernstein. Wahnsinn, ich habe meinen 327. Bernstein-Halbmond gefunden. Also, ob das nicht toll wäre und ein Grund zum Feiern. Nein, bleibt. Geht weg. Ich mag euch nicht. Weg, du runter und hinterher gerutscht. Hey, da rechts ist was zum Graben. Grab, Grab, Grab. Hm, nichts. Okay. Was zum Schießen? Ja, besser als gar nichts. Gut, und hier rechts, hier waren wir doch schon, oder? Diesen Bernstein-Halbmond. Und Marienkäfer? Hatten wir die schon? Ach, bestimmt. Ha, ich habe jetzt das große Netz. Oh, zwei gleich. Zwei Magmarienkäfer. Schön. Ja, die hatten wir schon. Aber man kann ja nie genug von den Viechern haben. So. Nein, nein, nein. Ich bin jetzt wahrscheinlich schon vorbeigerannt, oder? Na, dort irgendwo. Okay. Hey, aber die Prüfung wird gar nicht so einfach. Das Gelände ist, eignet sich eigentlich überhaupt nicht, wenn ich hier überall hochrennen muss. Oh je. Das kann ja lustig werden. Hä? Da vorne? Okay. Fledermäuse, kommt mal her. Huch, ah, eine Monsterklaue noch. Ja, nehmen wir immer mit. Irgendwann fehlt uns das Ding mal. So, hier sind Schmetterlinge und hier leuchtet es.
Na, da haben wir es doch. Ah ja. Einigen wir uns darauf, dass ich das nicht kann mit dem Spielen. Okay, das ist mal ein sehr kraftvolles Lied. Okay. Stellen wir uns der nächsten Prüfung, aber ich muss mal ganz kurz Pause machen. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. So, jetzt bin ich bereit, die Prüfung zu machen. So, zack, rein damit. Holen wir uns die Feuerblume.